Promi-Geflüster heute unterwegs in Stuttgart. Da haben wir uns heute verabredet. Noch in der zur Winterzeit. Sommerzeit wäre es jetzt ein bisschen heller wahrscheinlich noch. Und wärmer, ja. Genau. Hallo. Denn, wie gesagt, Ende März haben wir heute eine brandneue CD, die wir vorstellen dürfen, die CD von Susanne Ebrahimi. Und sie ist heute mein Gast. Genau, vielen Dank, dass ich da bin, hier unter kalten, dunklen Himmel in Stuttgart. Und hallo euch da draußen. Ja, freue mich. Sehr schön. Also, Susanne Ebrahimi hat heute, wie gesagt, ihr neues Album mit im Gepäck. Genau, du bist einmalig. Wer ist da damit gemeint? Wer ist einmalig? Oh, das ist die Menschen auf dieser Welt. Jeder Einzelne ist damit angesprochen. Du bist einmalig, ist quasi eine Hommage wirklich an die Menschheit. Du bist gut so, wie du bist. Und jeder ist einmalig auf seine Art und Weise. Zweifel nicht so viel an dir und mag dich so, wie du einfach da bist und sprichst, denkst und lebst. Ja. Sehr gut, das machen wir doch, genau. Ich muss hier bloß ganz kurz mal fragen, dein Name Ebrahimi, so steht es ja in der Biografie ja drin, ist persisch. Und das ist der Vater und die Mutter, glaube ich, österreichisch. Vater Österreicher, Mutter, andersrum. Vater Perser und Mutter ist Österreicherin. Ja. Und das ist eine gute Mischung. Wo bist du dann aufgewachsen? Dann in Österreich, Deutschland oder jetzt ja aus dem Saarland angereist? Ich bin auch im Saarland geboren, also ich bin eine waschechte Saarländerin, war aber in Frankreich auf der Schule. Mhm. Also ganz international kann man sagen, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Gut, dann kommen wir mal aufs Album zu sprechen. Ich meine, im Radio hört man ja schon den eine oder andere Auskopplung mittlerweile. Ne? Die Titel, alles aus deiner eigenen Feder entstanden oder wie kam es? Du meinst jetzt textlich? Textlich, musikalisch, wie auch immer. Also es sind ausnahmsweise, diesmal sind nicht alle Texte von mir. Mein Sohn hat mitgeschrieben, dann Erdmann Lange hat einen Text geschrieben, Du gibst mir Feuer und Wolfgang Hofer, Parlez-vous français. Ansonsten sind es natürlich wieder meine eigenen Texte. Ja. Toll. Und wie kommen die Ideen dann so zustande? Ich meine, du bist einmalig, klar, wir haben es jetzt schon rausgehört. Es ist irgendwie, dass man sich ja nicht verstecken soll und so weiter. Ne? Einfach ist es viel, sage ich mal, Selbsterlebtes? Weil du bist einmalig Selbsterlebtes, ja. Na gut, ich denke, ich bin jetzt so, wie ich bin. Besser wird es auch nicht mehr, ja. Schließe deinen Frieden mit dir selber, dann hast du Frieden auf der Welt. Und deswegen, du bist einmalig, ja. Mhm. Toll, gut. Nee, sind auch tolle Nummern wirklich drauf. Und das Ganze natürlich mittlerweile, ich kriege ja immer wieder Post von euch, von dir, eigenes Label sozusagen, ne? Auf dem eigenen Label, ja, richtig. Mit meiner Tochter Daria habe ich ja das Label Klondike. Die erste VÖ, also wir haben schon, also meiner LP ist die erste VÖ auf Klondike. Okay. Und habe sogar, wo du meine Tochter jetzt ansprichst, ein Duett mit meiner Tochter hier drauf. Da ist sie. Meinst du, wir kriegst du sie nachher nochmal in die Kamera? Ja, wenn ich sie ganz nett bitte, ja, jetzt oder? Okay, später. Darf sie noch kurz darauf vorbereiten? Genau. Ja, genau. Wer Träume hat, ist nie allein, singe ich mit meiner Tochter. Und das ist, ja, schön, macht einfach Spaß. Mhm. Einmalig heißt ja die CD von Susanne Ebrahimi. Was macht die CD grundsätzlich einmalig? Ich habe gesehen, innen drin gibt es auch noch was Besonderes. Also das i-Pünktelchen auf dieser CD und was sie wirklich einmalig macht, und das war mir auch sehr wichtig, sie sind alle persönlich unterschrieben. Also alle auf diesem Booklet ist meine Unterschrift. Ich habe jede einzelne in der Hand gehabt und alle von mir unterschrieben. Okay, nicht schlecht. Also jeder, wo jetzt dann so eine erwirbt, egal im Fachhandel oder online bestellt, ja. Der hat die Unterschrift dann mit drin. Sie sieht immer anders aus. Also es muss ja so sein. Ich wusste auch zum Schluss nicht mehr, wie ich unterschreibe. Wenn du so viele Covers hast, dachte ich, da kam nur noch irgendein Strich raus. Dachte ich, okay, jetzt musst du Pause machen. Aber deswegen, umso einmaliger macht es diese CD. Wie viel sind da mit Unterschrift jetzt im Umlauf? Naja, es sind schon einige. Mir hat der Arm schon ziemlich wehgetan. Aber es hat sich gelohnt. Jetzt natürlich mit dem neuen Produkt ist man jetzt viel unterwegs. Ne? Deutschlandreise, Deutschlandtour mit Promo und Interviews hier, Interviews dort und Radiostationen. So ist es, ist aber auch gut so. Und
Ich freue mich, dass es fruchtet, dass sich jemand neugierig machen kann damit und denkt, oh, ich höre mir das mal an. Das ist natürlich dann wunderbar, ja. Und wenn wir jetzt vorhin so vom Vorgespräch erfahren haben, ist es dieses Jahr wohl das 10. Jahr, dass du jetzt hier so musikalisch in der Form aktiv bist. Also ein kleines Jubiläum auch noch dieses Jahr, oder? Ja, das stimmt. 2009 war mein erstes Album Federleicht und wir haben ja wirklich 2019 schon, das sind 10 Jahre. 10 Jahre. Also in dieser Sparte hier. Ich habe natürlich vorher Musik gemacht im Bereich Chanson, französische Chansons, mache ich auch nach wie vor. Aber im deutschsprachigen Pop-Bereich sind es wirklich schon 10 Jahre. Mhm. Wahnsinn. Glückwunsch dafür. Und denke ich mal schon auch, in dem Radiostation läuft es ja immer wieder, also kann man schon sagen, auch ganz gut etabliert mittlerweile. Also die Radiostationen mögen mich ganz gern und das ist gut so, ich bin dankbar dafür. Das macht vielleicht dann auch ein Stück weit, sag ich mal, dein Timbre aus, was dein Vater dir mitgegeben hat. Ich weiß es nicht, wenn es das ist, okay, gut so. Ja. Und du hast es natürlich jetzt an die Tochter weitergegeben, denke ich mal, oder wenn es so ist, oder das Talent, oder ich weiß es nicht. Das Talent hat sie wirklich irgendwie anscheinend angeboren, ist angeboren, weil dieses Duett war nicht geplant. Also wir haben jetzt nicht Monate geplant, wir machen jetzt ein Duett. Das war wirklich in den letzten 2 Wochen letzter Studiotermin und Daria hat mir eine besungene SMS geschickt, also ein Playback von meiner alten CD Grün und sie hat drauf gesungen und ich konnte erst gar nicht glauben, dass sie das ist. So, und dann sagte ich, nee Daria, das kann doch nicht sein, wenn du das bist, das können wir doch nicht einfach so lassen, komm vorbei. Und dann war ganz spontan die Idee, dieser Titel bleibt noch übrig, es ist ein toller Titel, passt super, lass uns den zusammen machen. Also, und jetzt ist er da. So ist es, genau. Und jetzt sagen wir mal, darf sie mal kurz reinkommen, da man nicht nur drüber reden, sondern auch sie mal vorstellt und genau. Haben wir euch da alle drin? Genau, doch, sieht sehr gut aus. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen auch dir. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, das Musikalische sozusagen von der Mutter in die Wiege gelegt bekommen, oder? Ja, sieht anscheinend so aus. Aber du machst selbst auch Musik, oder? Ich habe Querflöte gespielt, Saxophon und Klavier vorher und gesungen jetzt seit kurzem, ja. Genau. Und jetzt machst du natürlich im Hintergrund so ein bisschen das Management oder wie muss man sich's vorstellen oder von der Plattenfirma aus, die koordinierst alles? Die Promotion auf jeden Fall mal, was das angeht, jetzt auch die Tour hier, ich betreue das im Prinzip, gucke, dass alles läuft, dass wir zu den Zeitpunkten rechtzeitig überall sind und ansonsten, was die Plattenfirma angeht, die Organisation allgemein, was da so anfällt, ja. Ja gut, wenn alles so schön in der Familie bleibt, dann weiß jeder, was zu tun ist und das auch, ja, man kann sich trauen und hat keine Außenstehende, wo vielleicht mal was schief gehen kann oder wie immer. Kann natürlich da auch passieren, aber dann ist man sein eigener Herr. Ja, wir wissen, es bleibt im Haus, ne? Ja, genau. Auch die Fehler, also alles. Aber da vertrauen wir uns recht gut. Also wir ergänzen uns auch gut. Das ist alles sehr super. Sehr gut. Was stehen jetzt für Pläne sonst noch an? Jetzt nach der Promotour, wo kann man dich antreffen? Wo bist du zu sehen? Auftritte, wie auch immer. Ja, erstmal sind wir noch eine Woche unterwegs. Auftritte habe ich eher mehr, muss ich sagen, mit meinem Chansonprogramm, als dass ich wirklich jetzt mit diesem Programm unterwegs wäre. Aber mal gucken, was das Jahr noch bringt. Es hat ja quasi erst angefangen. Wir bleiben natürlich immer dabei, auch was Fernsehen angeht. Wir wissen, es ist alles nicht so einfach. Aber wir kämpfen dafür, irgendwo platziert zu sein und müssen Geduld haben. Ja. Definitiv, aber ich denke mal, alles Wissenswerte und Näheres kann man auf der Homepage erfahren. Die lautet wie? www.susan-ebrahimi.de. Sehr gut. Da denke ich mal, werden die ganzen Fans natürlich reinschauen und dann das eine oder andere dann wieder erfahren von euch. Und natürlich die Social Networks auch präsent, seid ihr da auch? Doch, ja, also Facebook schon, Instagram, ich muss zugeben, ist nicht so ganz meine Abteilung, so jeden Tag so ein Foto von der Seite und der Seite, das habe ich jetzt mal gemacht zur Promotour, sagte ich, so ein Selfie-Video, habe ich ja auch Respekt vor, aber jetzt haben wir wirklich auf der Tour mal so 3 Videos geliked in Facebook, das macht dann schon Spaß, aber Instagram, ja, muss dann nicht sein, es muss auch ohne gehen.
Es ist bei den Jungen natürlich sehr gefragt und beliebt, aber klar, da muss man natürlich schon dabei bleiben, das ist richtig. Ne? Genau. Mhm. Gut, dann haben wir doch ein bisschen was erfahren. Ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Ja, ne? Genau. Und den Sommer vielleicht sehen wir uns irgendwo im Fernsehgarten oder immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags wäre cool. Na, wer weiß. Seid ihr schon dran, oder? Wir sind dran. Wir sind dran, sagen wir mal so. Ja. Klar, entscheidet ja immer die Redaktion dann letztendlich ja, noch. Ne? Ja, von daher, wir wissen es nicht. Ja. Sehr gut. Dann wünsche ich euch alles Gute für die Tournee noch. Danke, genau. Danke. Schön, dass du dir wirklich diesen weiten Weg jetzt hierher gemacht hast. Und weit war es jetzt nicht. Bloß 40 Kilometer und durch die Stadt. Und ja. Haben wir gern gemacht. Ja, danke. Ja. Schön. Okay. Also, in diesem Sinne, euch alles Gute und ja, viel Erfolg mit der CD. Ne? Bis demnächst dann wieder. Alles Gute. Ade. Ciao.